Hallo, zurück hier bei der Archivar-Herausforderung, wo wir noch ganz unbescholten ja, umherlaufen und dann jetzt mal draußen ein paar Häuser erkunden. In der Hoffnung, dass mir nicht sofort der Wolf anfällt. Das wäre doch ganz toll und so. Ich renne einfach gleich los. Okay, ich renne einfach gleich los. Ist leichter gesagt als getan anscheinend. Und wir gehen jetzt mal in die Bank, ne? Das war die Bank hier. Gut. Noch ist ja auch warm, sag ich schon. Noch ist ja auch hell. Das geht immer noch. Da sehen wir auch noch einiges. Okay, dann liegt noch eine. Oh, eine Mütze. Ja, auf jeden Fall können wir das usen. Wir könnten das vielleicht mal austauschen. Ach, das war's aber keine, ne? Die ist auf jeden Fall wärmer als das schon mal nicht. Ist nur vom Zustand her schlechter. Und das ist das schlechter. Okay, alles klar. Aber die Zeitung nehme ich mit. Noch braucht man nämlich den Sunder. Da. Noch. Noch, noch, noch. Ab Level 3 war das, glaube ich, ne? Dass wir ab da an dann kein Sunder mehr brauchen. Komisch, dass eigentlich hier, ne, der Computer nichts hat. Nichts drin. Einfach nichts drin. Ja, ich weiß es nicht. Haben die mit Absicht den Stuhl jetzt? Oh, da liegt übrigens eine Patrone. Den Stuhl jetzt so weiter nach hinten geschoben, dass man sich hier nicht wieder, so wie ich, festbackt. Oh, neue. Ich nehme sie erstmal mit. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. So. Manchmal. Ja, einer, ich weiß, was du. Oh, Kugel, den habe ich gesucht. Den essen wir sofort. Dann hast du was im Bauch und dann geht's dir gleich besser. Ich kenne das. Ich werde auch aggressiv, wenn ich kein Essen bekomme. Moment, ich wollte gerade sagen. War doch. Hier sind doch schon mal Stiefel. Die sind doch schon mal. Die sind doch schon mal ein großer, großer Triumph hier. Die zu haben, das Verband. Das ist nicht gerade viel, ne? Also. Ist jetzt kein großer Loot. Der Loot-Table ist anscheinend etwas geringer. Aber das ist okay. Damit können wir umgehen. Hoffentlich. Ich sag das jetzt einfach so. Ganz selbstbewusst und weiß es eigentlich gar nicht. Ja, meine Tasse, danke. Weil ganz ums Looten und Suchen und Machen kommt man ja gar nicht drum rum. Weil sonst überlebt man ja die ganze Chose gar nicht. Also, okay, Brecheisen. Merke ich mir sowieso nicht. Das ist ja mein Handy. Die Orte. Oh. Oh. Wo wir da hin müssen, da. Okay, dafür ist es nicht geeignet. Na, jetzt mach doch mal. 93% und es ist schlechter. Dieser gute Kapuzenpulli. Willst du mich da vereiern, dass er so schlecht ist, ne? Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wo kommt die Weste hin? Innen, nach innen anscheinend, ne? Okay, ziehen wir einfach mal an. Kann immer nur besser und nicht schlechter werden. Mein Motto. Nobody needs this anymore. Also gerade der Wolfsberg, ne? Der ist. Puh, ist, puh. Puh. Der ist heftig. Die zwei, drei Male, bei denen ich da war, waren
sehr anstrengend und ätzend. Hä? Sag mal, hier war doch gerade... So, fangen wir noch einfach nochmal an. Aha. Also 6 oder so. Konzentration. Konzentration. Okay. Ob es hier Elche gibt? Gibt es Elche in der Herausforderung? Das wäre ja was. Dann könnte man ja so ein bisschen wirklich die Sandbox vermischen mit der Herausforderung. Also da hat man halt sozusagen ein Ziel. Sehr gut. I'll take it. Oh, okay, ja, das ist ja, Mensch, mal wirklich was Gutes. Das ist wirklich mal was Gutes, sonst kriegen wir irgendwie gefühlt aus den Saves immer nur Schnodder. Großen, großen Schnodder. Hier liegt auch nochmal Geld, aha. Ich glaube, so viel Zunder brauche ich dann doch nicht. Aha, aha, aha. Okay, können wir jetzt... Oh Gott, jetzt können wir jedes... Schließfach? Stimmt. Nobody needs this anymore. Die brauchen jetzt ja keine Schlüssel, ne? Weil selbst die Tür ist ja auf. Wäre aber eigentlich cool, auch wenn man hier die Schlüssel finden müsste. Für das ein oder andere Fach. Mensch, die haben aber... Bedarf daran, ihre Schnüre hier in die Fächer zu packen. Oh, die Lupe. Die Lupe ist großer, großer Traum. Aha. 12? Ja, okay. Hat man. Okay, leider nicht so viel. Außer 2 Schnüre. Ist ganz gut. Jetzt können wir uns sogar schon entweder ein Angelzeug basteln oder eine alternative Variante des Nähzeugs. Wo gehe ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich überlegen, wo wir hingehen. Oder wollen wir einfach schnell nach Hause gehen und dort schlafen und dann... Das können wir natürlich auch machen. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht wirklich sehr weit gekommen. Ist auch gar nicht neblig, ne? Man sieht alles. Dann schlafen wir einfach zu Hause. Das passt doch auch. Oh, ich sinke heute irgendwie in meinen Stuhl. So. Ja, die Essenssachen, ne? Müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten. Beim Schlafen. Habe ich hier eigentlich beide Dinger durchsucht? Ja, anscheinend schon. Okay. Dann esse ich natürlich was, bevor ich schlafen gehe. Ich hätte gerne den Buff, wenn ich ehrlich bin. Ich bin sonst eigentlich nicht so. Ich lasse Anna super gerne hungern, ne? Aber der Buff, der ist schon sehr, sehr nett. So. Na, dann schlafen wir mal ein bisschen. Das erste Mal, dass wir Anna Ruhe gönnen. Und dann können wir gleich mal austesten. Okay, es ist aber nicht immer die Aurora. Das ist ja auch interessant. Also hat es auch was mit Warten zu tun. Es ist gar nicht so einfach. Das ist sehr cool. Ich dachte jetzt nämlich schon, dass jede Nacht die Aurora ist und macht die Sache natürlich sehr, sehr viel einfacher. Kann auch sein, dass sie noch kommt. Die kommt manchmal erst so mitten. Also jetzt irgendwann erst. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. So, wie steht es denn um unser Essen? Gar nicht mal so gut. Aufschlagen. Jetzt verlieren wir natürlich was, weil wir haben, glaube ich, noch gar keinen... Ja, natürlich was verloren, glaube ich, dadurch.
ohne Axt und ohne alles. Natürlich Dinge, die wir am Bauernhof finden könnten. Oh Gott, diese Überlebenszeit. Oh! Ein Tag, 2 Stunden, 44 Minuten. Yay, yay, yay. I would eat anything right now. Ja, muss ich ihn nur so anschreien. Ich habe übrigens auch Hunger, also in real life. Ich glaube, ich muss hier nachher erstmal kochen. Bin komplett erholt aufgewacht. Ah ja, da war ja was. Oh Mann. Okay, dann müssen wir jetzt durch. Also brauche ich auch dringend eine Lampe oder zumindest eine Fackel oder sowas in der Art. Sodass ich halt auch was im Dunkeln sehe. Jetzt ist die Frage... Warte mal, ich muss das mal was ablegen. Von hier. Ich gucke gleich mal, was ist mit den Handschuhen, ob da irgendwas besser ist. Hier waren so die Schuhe. Genau, jetzt gucken wir mal. 94%. Ah, okay, die sind nicht besser, aber als Ersatz sind sie immer noch gut. Da kann man nichts sagen. War alles, was wir anhaben, ne? Ja, sehr gut. So, dann haben wir jetzt das hier noch. Diese Dinger. Gut. Ich würde mal sagen, wir... Och, wenn es jetzt... Sind hier immer noch die ganzen Einschusslöcher, ne? Von Omi. Die Gute. Was wollte ich machen? Ich wollte ein paar Sachen, die gut sind, einfach schon mal hier reinpacken, dass so ein bisschen... Ich habe immer gerne einen Puffer, wenn ich ehrlich bin. Und das Hundefutter und die Tasse Kaffee können wir da auch gerne reinmachen. Und den Rest können wir erstmal behalten. Wir werden schon noch was finden. Wir werden nicht sofort verhungern. Auch wenn Anna schon am Rummeckern ist. Ich kann immer draußen schauen. Vielleicht können wir schon draußen rumrennen. Wir brauchen ja nicht so viel sehen. Ich kenne mich ja... Ja, das ist voll okay, ne? Ist da hinten das Haus auf? Halt ein bisschen gucken, ne? Ein bisschen aufpassen. Ist leichter gesagt als getan wahrscheinlich. Wie schnell wir sind. Die Autos müssen wir auch noch untersuchen, soweit es geht. Kommen wir hier nicht in irgendein Haus rein? Sind die alle zu? Nee, wollte gerade sagen. Huh. Jetzt sehen wir natürlich, glaube ich, nicht so viel. Ach, Herr Jemi, nee, das ist ja gar nicht mal so dunkel. Und unsere Taschenlampe geht nicht und wir haben nur Streichhölzer. Kann ich mir vielleicht schon... Ich kann mir eine Fackel herstellen. Mache ich. Klingt doch nach einer Idee. Sehr gut. Dann nehmen wir die. Zünd die an. Und es werde Licht. Tada! Sehr gut. Eine ganz einfache Lösung. So, die Bücher sind eigentlich auch gar nicht mal so schön. Diese Mütze, die sieht völlig verquer aus, wie sie da so liegt. So, da hätten wir doch schon mal was. Sehr gut. Das ist nicht gut. Wonder if the owner's around. Also, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Leuchtmittel. Eine Laterne brauchen wir. Noch ein Kaffee. Wie luxuriös. Das wäre gut. Eine Waffe wäre natürlich, also auf jeden Fall ein Beil, ein Messer, irgendwas in der Art. Und als großer Jackpot wäre eine Waffe natürlich ein Traum. Leider leer. Schade. Aber zum Glück gibt es hier Toilettenwasser. Das Beste auf der Welt. Und Streichhölzer, warum liegen die denn auf der Toilette? Und ein Nähzeug, sehr cool. I think I can use this. Oh! Oh, na Mensch, hier ist aber was los. Und noch Thermounterwäsche, na jetzt sieht's aber ab. Alles klar. Was macht die Uhrzeit? Ist noch nicht so. Oh, jetzt juckt mein Auge, wartet kurz. Oh, 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 oh. Eine Orangen-Limo und eine leichte Jacke. Guck mal, eine Jacke haben wir auch noch gar nicht, ne? Sehr cool.
Sehr, sehr cool. So. Dann stelle ich mich mal kurz unten in den Flur. Einfach, um zu wissen. So, ich frage mich, wie einer das löscht. Einfach so mit der Hand drauf, gar kein Problem. Oh, wir haben einiges gefunden. Ich überlege, ob wir uns gleich die Cracker hinterhiefen. Noch haben wir hier noch Wasser, um das auszugleichen. Sehr gut. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so leicht. Also ich weiß nicht genau, ob ich auf dem Buff spielen möchte oder nicht. Der S war super, aber gerade für die Schwierigkeit, die wir dann vielleicht in der Sandbox haben mit Stalker. Ich weiß leider nicht, was das hier für eine Schwierigkeit ist. Drei Äxte gehen wir jetzt nicht gerade an. Obwohl drei Äxte könnte ja... Vier Äxte ist vielleicht Stalker und fünf Äxte ist Interloper. Ich weiß es nicht. Hier die Jacke. Ziehen wir... Ja. Anziehen. Sehr schön. Ist das natürlich nicht so einfach, weil da ist man immer am Rumhadern mit dem Essen. Da, eigentlich überlebt man dann nur, indem man die ganze Zeit auf Diät ist. Eigentlich kann man das nur... Und isst eigentlich nur, um sich zu heilen und so ein Kram, ne? So. Noch irgendwas? Das waren jetzt die beiden Hosen. Eigentlich könnte ich die auch zerstören, oder? Ich könnte sie auch natürlich nähen. So, meine Frage ist, wo wir als nächstes hingehen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das Haus gegenüber... Ob das auf... Hilfe? Tür? Oh, da war's. Wartet, ich hab's gleich wieder. Ob das jetzt ein Haus war, wo man reingehen kann oder nicht? Das da. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Na, das war zu. Das sieht sehr zu aus, ne? Dann würde ich sagen... Ich roll mal das Pferd von hinten auf und geh mal dort oben hin. Oh, wir können auch so viel sprinten. Das ist voll cool. Das ist man gar nicht gewohnt. Dann gehen wir mal hier rein. Gibt zwar nicht so viel drin, aber einfach, dass wir es getan haben. Oh, hier ist auch sehr dubi hier drin. Hier könnten wir die Behälter kaputt machen. What have we here? Neues Sweatshirt. Na, jetzt brauchen wir es natürlich nicht mehr. Frage ist nur, ob das, glaubst, geht nicht ohne Axt, ne? Oh, Sardinen. Hey. Wie viel haben die? 56%, passt auf. Ich esse sie sofort. Okay. Alles cool. Traumhaft. I'll take it. Abgenutzte Downvest, das ist nicht die wir gerade anhaben. Könnten wir natürlich jetzt nochmal hier schlafen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da ist nochmal Lampenöl. Hier hätte natürlich eine Lampe sein können. Schade. Die nehme ich mit, weil die haben Leder in sich. Oder sie sind aus Leder, besser gesagt. Also einmal kurz was gucken. Okay, die ist jetzt natürlich schlechter. Vielleicht ist sie aber besser, wenn wir sie reparieren. Deswegen nehme ich sie mal mit. Darf ich nur nicht vergessen. Starten einfach nochmal. Ja, wirklich heller ist es auch noch nicht, ne? Wirklich heller ist es nicht. Ich gucke gleich mal, ob die Downweste besser ist. Haben wir überhaupt so viel Stoff mit? Muss ich mal schauen kurz. Na, jetzt ist hell. Traumhaft. Können wir das ja mal hier weglegen. Wie viel Stoff haben wir? 4 Stoff. Wo ist sie denn da oben? Mit Down geführter Bekleidung, die den Oberkörper warm hält und die Arme frei lässt. Hat auf jeden Fall hier eine Protection. 1%. 1%. 0,4. Die hat ja jetzt schon 0,3 nur bei 33%. Also ich glaube schon, dass die besser ist, ne?
Ich stecke meine Hoffnung in diese Weste. Ganz schön dunkel geworden gerade hier drinnen, ne? Ich könnte sie jetzt nochmal reparieren, aber ich glaube, sie ist jetzt schon... Ja, das ist eindeutig. Wartet mal. Nee, dafür kann ich sie nicht nehmen. Jetzt schon viel besser. Lassen wir es erstmal so. Jetzt wollte ich noch schauen. Das mache ich mal. Das ist nämlich großer Luxus. Die Kisten mit Altholz brauchen wir ja sowieso. Leider war nichts drin. Aber für das Altholz lohnt sich das. Und jetzt könnte Anna wieder alles essen. Und wir das Gute ist hier oben, wir haben einen guten Überblick. Sollte es. Ja, wir haben einen guten Überblick mit der Prämisse, es gibt gutes Wetter. Nun. Nun. Schauen wir mal. Da unten ist ein Reh. Alles klar. Reh. War nicht irgendwo hagebutten? Da unten könnte er vielleicht Rohrkolben bekommen. Muss mich gerade wirklich ein bisschen eingewöhnen, muss ich sagen. Bin irgendwie noch so ein bisschen im Story-Modus und auch mit dem Schlafen und so. Das meinte ich, das ist halt große, große Kacke. Wenn man sich an dieses Einfache dann gewöhnt. Da ist die Schule. Da scheint eine... Ich habe es gerade irgendwo laufen gesehen. Was sind Häschen? Stimmt, wir haben ja direkt Häschen vor der Tür. Okay. Also noch sehe ich irgendwie nichts, ne? Könnte sich natürlich sehr, sehr schnell ändern. Auf jeden Fall die Rohrkolben mit. Die brauchen wir. Die sind kostenlos und wiegen nicht so viel. Das sind auch Hagebutten, das ist auch sehr gut. Ich mag das auch so voll in... Also nicht so hier in The Long Dark, sondern auch halt auch in anderen Spielen immer wieder so neu anzufangen, so frisch. Das, irgendwie hat das was. Dann diese noch. Ich höre noch nichts heulen, ne? Ich bin mir sicher, dass ich von was gehört habe. Das war mit Sicherheit ein Wolf. Mal gucken, welche Häuser auch ganz und welche nicht ganz sind. Okay. Hätten wir das? Und ich versuche mal, in einer der Häuser reinzukommen. Ohne gefressen zu werden. Wir können erstmal in dieses kleine hier reingehen. Das sieht irgendwie alles zu aus, ne? Alles komplett zu. Ist hier überhaupt... Haben sie das vielleicht mit Absicht gemacht? Dass man gar nicht erst in die Versuchung kommt, irgendwie die Sachen reinzugehen? Aber ich glaube ja nicht. Wäre ja dann schon. Ich glaube, umso so den, also der Schwierigkeitsgrad umso schwieriger, ich glaube, umso mehr Häuser sind ja kaputt. Also müsste das ja dann. Oh, eine Hose, Anna. Hose, Hose. Zieh mal an, egal was er hat oder nicht hat. Ja, das sieht gut aus. Was sonst ist hier. Ach cool, dass sie im Karton drin lag. Sehr schön. Ist auch cool, dass jetzt hier diese Ladebildschirme sind, ne? Die gab es ja vorher auch in der Art nicht. Also ich renne mal hier rüber und komme nicht rüber. Aus Gründen. Oh, ich höre es. Ich höre es. Ich höre es doch. Da ist es auf. Ich habe es gehört. Der ist da hinten. Irgendwo dort kraucht ein Wolf rum. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das ein Hase oder ein Reh ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, hier läuft ein Wolf rum. Ja, ja, ja. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Oh, diese eine Strähne hier, die macht...
Mein Auge? I'll take it. Okay, hier haben wir gleich wieder eine Küche. Hier werden wir, oh, da haben wir sogar ein Reparaturwerkzeug. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen soll. Ich weiß nicht so recht. Ach, aje, aje. This will come in handy. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber ich habe einfach die Rückseite. Frisches Schweinefleisch mit Bohnen. Und ich dachte, nanu, haben sie neue Sachen eingebaut? Das wäre es auch. Ich glaube, man kann noch einiges rausholen aus The Long Dark. Also da ich glaube, da geht noch einiges. Auch wenn immer viele Leute sagen, solche Spiele brauchen keinen... Also bei Multiplayer gehe ich noch mit und sage, die brauchen auch keinen Multiplayer. Aber ich finde manchmal hätte ich doch schon wirklich... Oh, starving. Also so ein Koop wäre schon cool manchmal. Da würde ich nicht nein sagen. Oder halt auch so ein paar andere Modi noch. Also was heißt Modi? Also Herausforderungen, da gibt es ja... Die sind da... Die Möglichkeiten fast unendlich. So, wir nehmen natürlich wieder alles mit an Toilettenwasser. Das gute Miltener Toilettenwasser. Große Delikatesse auf großer Bär. Das darf auch kommen, sehr schön. Sehr schön. Noch nehme ich das alles mit. Oh, nochmal Antiseptikum. Noch kann ich das auch alles tragen. Also alles kein Ding. Ich nehme es erstmal mit, weil wir sind erst bei 28 Kilo. Super. Habe ich jetzt alles durchsucht, ja? Gut. Gut, gut, gut. Na, können wir die erstmal auseinandernehmen? Wir zerlegen die mal. Und hier noch einmal. Also mit dem Wolfsberg, das wird witzig. Ich war, wie gesagt, kaum in meinem Long Dark Leben beim Wolfsberg. Ich kenne da nur das Haus. Nobody needs this anymore. The Jeans. Die brauchen wir nicht, ne? Und ich kenne da nur dieses kleine Häuschen da auf dem See und die paar Sachen, die ich... Oh, hier nochmal Leder wahrscheinlich, ne? Ja, die paar kleinen Sachen, die ich gesehen habe beim Versuch hochzukommen, beim hoffnungslosen Rettungsversuch. Der sehr hoffnungslos war, der war unglaublich hoffnungslos. Von meiner Seite aus. Und von daher, ich mag das voll, diesem Lichtschein. Ja, mal schauen. Das wird sehr, sehr witzig, sehr witzig. Und ich würde sagen, im nächsten Part müssen wir noch ein bisschen, uns fehlen noch ein paar Sachen. Also, ohne die Sachen brauchen wir eigentlich, was heißt nicht losmachen, aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding, einfach versuchen, hier so ein bisschen noch zum Bauernhaus zu gehen und dann halt hier. Ob wir jetzt da hinten hingehen, weiß ich halt immer noch nicht, ne? Also, ob dich das so lohnt? Da streiten sich wahrscheinlich die Geister drüber. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde, hier hinten lang zu laufen. Keine Ahnung. Sollten wir bis dahin immer noch nichts sagen. Es kann natürlich sein, dass irgendwo eine Waffe liegt, ne? Das kann einen halt nie irgendjemand sagen. Na, mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder bei The Long Dark. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. This is me against the world.